Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine Freunde, hier zu Rise of the Tomb Raider in der Sowjetanlage. Ja, und der Kollege ist im letzten Part von uns gegangen. Auf einmal, so einfach so. Wir müssen uns immer noch weiter umschauen, was es hier gibt. Kommen wir da durch? Nein. Genau, mach Lärm. Fehlende Ausrüstung. Um dieses Objekt zu öffnen, benötigen Sie einen Dietrich. Dann kauft dir einen Dietrich. Okay, dann gehen wir da durch. Na, auf da. Ist hier noch jemand? Waffen wechseln. Wechseln Sie zu einer Waffe und Munition. Ah. So kann ich auf jeden Fall wechseln. Wechseln. Gut zu wissen. Erstmal hier auf. Da ist noch was. Köcher. Köcher habe ich genug. Genug Pfeile. Sonst noch hier? Nichts. Ihn ja kann ich noch durchgucken. Der hätte auch noch was. Aber ich habe keinen Dietrich. Wieso habe ich keinen Dietrich? Mann! Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, brechen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht? Nein. Wie könnte das jemand... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Da hat er ihn einfach seine Augen ausgestochen. Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Unerwartete Entdeckung. Finden Sie den Weg ins alte Gefängnis. Ja, super. Wir sind hier ein paar viele Leute. Ein paar viele. Vor allem der da oben sieht mich ja. Den kriege ich nicht. Krieg ich den? Stirb! Stirb! Oh, mach hinne! Nein, werden wir nicht. Durchsuchen und säubern. Los geht's. Okay. Kommt der da oben noch? Oh, fuck! Oh, scheiße. Haha. Hab dich runtergeschmissen. Na komm. Ist der tot oder ist der... Der lebt noch, oder? Der ist runtergeflogen. Der darf gar nicht mehr leben. Ach komm, ich kann hier campen. Was wollt ihr mir tun? Gar nichts könnt ihr mir tun. Hey. Schießt du... Oh, okay. Nichts gesagt. Nichts gesagt. Nehme ich auch mal. Wo seid ihr? Hier, schenke ich dir. Zack. Fall runter, komm. Du brennst, Kollege. Ist nur noch? Ist immer noch nicht tot. Du bist tot. Okay. Nur noch einer, oder? Deine ist verbrannt. Deine lebt noch. Hey. Und zack.
Und, ey, hat es jetzt nicht geklappt? Stirb doch endlich. Mein, oh, sollte drücken. Tot. Zack, und du? Deine Augen, dein Problem. Nicht mein Problem, mit deinen Augen. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. So, da ist noch was drin. Da ist noch was. Da ist auch noch was. Nochmal hoch. Mann, immer diese Action hier. Muni. Okay. Ich hätte auch hier rüber springen können. Da drüben kann man auch hoch. Da drüben kann man ja auch hoch. Wuppa! Zack, nehme ich mit. Okay. Dann haben wir das alles, oder? Kann ich hier? Nichts. Und der mit den Augen? Kann ich mit dem reden? Ich kann dem gar nichts tun. Der liegt da und stirbt vor sich hin. Okay. Soll ich das verbrennen, hä? Boom! Brenne! Ich muss irgendwie. So. Natürlich. Oh Mann. Lara, das geht auch leiser. Aua! Okay, tot ist er. Hey, der hat noch was. Mitnehmen. Hier geht alles in die. Oh, fuck. Headshot. Volltreffer. Du hast auch noch was? Guck mal, hier liegt noch Sachen. Ah, ich bin voll. Okay, da ist noch was. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Ja, es könnte so sein, dass noch Holz. Zack, zack. Mitnehmen. Okay, doki. Wo jetzt? Hier rüber. Und rüber. Gehe ich wieder? Verschwinde ich hier wieder? Neue Basislager entdeckt. Bahn. Triebshof. Ja, genau. Das soll ein Basislager hier sein. Dein Ernst? Oh ja, wieso auch nicht? Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal. Gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Ja, wir brauchen das Vertrauen der Einheimischen. Auf alle Fälle. So, was werden wir jetzt nun verbessern? Eisenhaut. Erhebe ich weniger Schaden durch Explosionen? Ja, könnte ich machen. Setzt sie beim Ausweichen Feinde ohne Rüstung durchzeitig Abgas drücke, außer Gefecht. So. Neue Fähigkeit gemeistert, Ausweichkonter. Yay. Wir haben aber noch ein Update bei den Weapons. Bei den Weapons. Hat der Bogen? Ah, hat hier ein Update. Sehnennocken. Pfeilnocken an der Bogensehne ermöglicht eine schnellere Pfeilaufnahme und höhere Schussfrequenz. Anbleibt bei allen Bögen. Da nur im Bogen? Grabflüstern. Ah, kann ich noch nicht. Ich glaube, ich werde das auch verbessern. Zack! Yay! Ah, Revolver hat er wahrscheinlich ein Update. Hä? Hier, die Sachen. Aber da brauche ich Schrauben und Co. Okay. Dann können wir weitermachen. Weiter sammeln. Töten. Mitnehmen. Einbahnstraße. So, hier haben wir nochmal ein wenig Holz. Zack, zack. Warum immer. Nehmen wir alles mit.
will gerne mehr Hasen töten. Mehr Hasen töten, aber die sind schwer zu treffen. Echt schwer zu treffen, Hasen. Okay, ich kann nichts machen, dann muss ich hier hoch. Okay. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Es muss einen anderen Weg geben, um hinein zu gelangen. Guck mal, da drüben ist auch noch was. Ich will noch gar nicht abhauen. Ich will hier noch erst gucken. Weil die verstecken hier jetzt einfach die Sachen so voll gemein und zack, nehme ich mit. Zack, nehme ich mit. Hier liegt nichts mehr. Da komme ich nicht rüber. Okay. Noch hier irgendwo was? Kann nicht gewesen sein, dass hier nichts mehr liegt. Oder doch? Ah, guck mal, hier liegt doch noch was. Gut, lesen wir das. Ah, ist nicht mal, ist eine Karte. Ha. Karte aktualisiert. Ist wichtig. Die Karte ist wichtig. Und weiter geht's im Text. Kommen wir irgendwann wieder zu unserem Lager eigentlich wieder. Ich flieg glaub direkt auf den Typen zu. Ah, schon tot. Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Ein Verbündeten zu helfen bringt nützliche Vorteile. Yay! Yeah. Hier ist noch was. Guck mal. Auf da! Komm! Auf! Fehlen Ausrüstung, um die Objekte zu finden. Dietrich. Ah, wieder ein Basislager. Mit dem kann ich auch reden. Wir reden mal mit dem. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir, und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Kommunikationsaufhören, Missionbelohnung Dietrich. Müssen wir. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Anzeige für optionale Missionen. Die überlegensten kann Orte und Objekte markieren, die für den Abschluss von Missionen entscheiden sind. Jetzt erstmal hinchillen wieder. Roth ist der Meinung, dass ich schießen lernen sollte. Er wollte es mir heute beibringen. Es war völlig aussichtslos. Ich habe immer gesagt, im Einsatz braucht man einen starken Stock und gute Stiefel. Ich sagte, ich sei ein Mann der Worte, nicht der Waffen. Er lachte und sagte, er hoffe, dass ich die richtigen Worte für einen angreifenden Bison finden würde. Ich sagte ihm, dafür hätte ich ja ihn. Aber nett, dass er es versucht hat. Ich glaube nicht, dass es weiteren Unterricht gibt. Roth sagte immer, die scharfen Augen und die ruhigen Hände hätte ich von Mutter. In diesem Sommer brachte er dann mir das Schießen bei. Mir gefiel es. Vielleicht zu gut. Und so hat Lara schießen gelernt. Cool, so einfach so das zu erfahren, was so passiert ist. Geschafft? Sind die Sender zerstört? Ich habe noch nicht alle gefunden, aber bald. Ich will mich hier umgucken, hey. Machen wir keinen Stress. Warum kann ich hier raus? Wahrscheinlich um hoch zu klettern. Das bekomme ich noch nicht runter. Fehlende Ausrüstung. Okay. Grün ist einfach Lebenszeug, ja. Gut zu wissen. Ey, ich will doch nur da hoch. Geh doch mal die Treppe hoch. Mann, Lara. Hier mich im Haus umgucken. Denn hier ist wieder mal was. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Rote Ankunft, nähere Betrachtung. Aber nur vielleicht, hä? Man weiß es nicht. Muni? Sonst gibt's hier nichts. Hier kann ich dann auch nichts mehr machen. So. Oh, es sind aber viele grüne Punkte, hä?
Hier gibt's auch noch was. Ey, ich will nur die Treppe hoch. Macht's einfach nicht. Ich will es einfach nicht. Die mag nicht, dass ich Treppen hochgehe und Leitern hochgehe. Zack. Alles entfernen, alles. What the fuck? Wölfe, Wölfe. Da sind wieder Wölfe am Werk. Was bringt das mir? Komme ich weiter hoch, hä? Hoch da. Hoch. Wie kommt, was ist da drin? Ja, guck mal. Sieh einer an. Erfahrungspunkte. Ach, da komme ich. Darüber, hä? Will ich da eigentlich schon rüber? Eigentlich nicht, aber... Ach doch, will ich. Zack. Kaputt machen. Da drüben war auch was. So viele Wege. Optionale Herausforderung. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Aha, mal wieder. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Die rote Ankunft erobert. Ah ja, so viele Sachen, die es immer gibt. Da komme ich auch noch nicht durch. Was fehlt da? Auch ein Dietrich. Genau. Überall brauche ich einen Dietrich. Ihr wollt mich doch verarschen. Auch noch mitnehmen. Was war jetzt hier optional? Finden Sie den Eingang? Hä? Boah, ist das riesig hier. Willst du mich verarschen? Ey, das ist ja... Okay, da kann ich hoch. Aber das ist ja echt riesig. Ich kann ja darüber. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ah, wieder eine Höhle, hä? Kartografiert. Wieder eine Höhle. Herausforderung ins Dunkel. Ja, wieder eine Höhle gefunden. Wieder eine Höhle. Dann machen wir die Höhle auch. Und zack. Opa. Da ist der Eingang. Mach auf. Mach auf. Und mach auf. Zack. Nummer 2. Wie sie aussieht. Bisschen Münzis. Vielleicht gibt es ja nur einen Weg. Mit viel Glück. Mit viel Glück. Bis jetzt gibt es nur einen Weg. Hallo. Münzen. Alles mitnehmen. Ah, okay. Es gibt zwei Wege, aber riesiges nicht. Damien, der Baumeister des Propheten. Griechisch Level 3. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Komme ich da rein? Gar nicht. Komm da nicht rein. Wieso? Muss ich da einen anderen Weg finden, ne? Da ist noch eine Schriftrolle. Schriftrolle. Mal wieder. Städte baut man nicht mit Plänen allein. Man braucht Material und jemanden, der weiß, wie man baut. Damien war dieser jemand. Es heißt, er konnte Steine nur aus einer Handvoll Erde und einer Zunderbüchse brennen. Sein Handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein. Seine Hand gab den Träumen der Architektin eine Form. Krypten der Gründer. Damien, der Baumeister des Propheten. Das war nicht... Er hat Sif erfunden. Vor 25 Jahren. So.
Raus da. Hier ist auch nichts mehr. Da hoch. Upa. Da ist nochmal was. Boom. Boom. Und raus da. Bam. Hier geht's dann wieder runter. Und hier komme ich dann in das Grab rein, oder? Herb. In das Grab rein. Kato aktualisiert. Interessanter Ort entdeckt. Oh yeah. Teil antiker Bogen. 2 von 4 gefunden. Geil. Ich auch mit. Nehme ich auch mit. Das war's. Was ist hier? Nichts mehr, eher ist kalt. Und hier kann ich wieder raus. Gut. Jupp. Dann haben wir die Höhle auch durchforstet. So nebenher, so. Weil wir das gefunden haben, aus Versehen. Mann. Zu viele Höhlen und so. Das ist doch uncool. Wenn es so viel gibt, so viel offene Welt. Und wieder raus da. Lara, dir ist kalt. Mach dich warm. So, die Sendung muss ich auch noch zerstören. Auf jeden Fall noch genug zu tun. Ja. Laras Welt. Ist da unten was? Nicht, dass da irgendwie was liegt? Nö. Gut, meine Freunde, würde ich aber sagen, das war's erstmal mit dem Part für heute. Im nächsten Part werden wir hier auf jeden Fall weiterschauen und weiter erforschen. Ja, dann seid hoffentlich wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Drop. Yeah.